Zwischenbericht. Ich habe da von Woodland das wunderschöne Zugdepot gekauft. Wie ihr sehen könnt, kleinste Details vorhanden. So wie eben hier Ankunftstafel, auch Gepäckstücke, auch ein Stationsvorsteher ist dabei. Also ich muss sagen, wirklich sehr schön. Man sieht kaum, dass es Plastik ist. Gell? Auch die Ziegel schauen recht realistisch aus. Jetzt sehe ich gerade, da oben haben wir zwei Tauben auch noch. Und der hat auch ein Licht. Dazu gibt es jetzt von Woodland Scenic auch diesen Lighthub oder Lichthub. Was mir gut gefällt ist, es ist dabei ein doppelseitiges Klebeband oder halt zum Raufkleben, aber auch zwei Schrauben. Das hat man beim Switch Decoder von Rocco eben nicht dabei. Da hat man das dabei und dann habe ich noch einen Adapter gekauft oder halt einen Stromadapter. Zweimal das Ganze anstecken. Also wir werden zuerst einmal das Stromkabel anschließen. Das heißt, das stecken wir da rein. Und dann kommt die Verbindung vom Häuschen. Die tun wir auf die 1 einstecken. Das legen wir jetzt dann hin, damit ich das euch zeigen kann. Und wir haben da eben jetzt auch zum heller halten und zum weniger hellen Schalten. Man kann das eben dimmen. Man kann das eben dimmen, hell und auch wieder dunkel machen. Finde ich echt gut. Wir werden mal schauen, bis dann, wenn alles verbaut ist, aussehen wird. Und wie gesagt, es ist alles dabei, es sind auch die Schrauben dabei, man kann schön unterhalb das dann anschließen, auf die Platte schrauben, so dass man nur mehr anstecken muss und auch eben mit der Hand eben schön dazu kommt, um eben das auch so machen, regeln zu können. Wie ihr seht, gell? Ich brauche nur den Schalter drehen und dann wird es hell und dann wieder zurückdrehen und das wird wieder dunkel.